sich mit Ruhm bekleckernden Ministerpräsidenten. Der Dr. Martin Vinzenz, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag. Und ich selber, ich bin kein Sympathisant der AfD, ich bin in der Basis. Ich war vorher 20 Jahre bei den Grünen, das heißt, ich habe viel mitgemacht. Und ich bin ein Beispiel dafür, dass jeder Mensch klüger werden kann. Ich bin nämlich bei den Grünen im April ausgetreten und bin in die Basis eingetreten. Dadurch hat die Basis jetzt in Mönchengladbach ein Direktmandat im Stadtteilparlament Mönchengladbach-Ost. Ich bin ein Beispiel dafür, dass Menschen auch aus ihrer Mainstream-Blase raustreten können und klüger werden können. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch andere Menschen das können, auch Menschen, die viel Geld dafür bekommen, dass sie in dieser Blase bleiben. Und was Dr. Martin Vinzenz gesagt hat, Fraktionsvorsitzender der AfD, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im NRW-Landtag war, immer wenn irgendjemand verallgemeinernd die Wissenschaft sagt, ist man klug beraten zu hinterfragen, was diese Person im Schilde führt. Ich bin ein bisschen aus der Übung und jetzt ganz, ganz wichtig, habt bitte richtig Spaß. Wir machen heute alles ganz anders auf diesem Umzug. Es ist... Achtung, wir fahren jetzt dann langsam rückwärts. Passt bitte auf, macht bitte da den Platz frei, seid so lieb. So, nochmal zurück zum 24.7. Wir haben das geübt. Wir sind mit 40 Personen am Karl-Stünzel-Platz, das ist am Königsplatz, wer München kennt, sind wir ungefähr 2 Kilometer zu Fuß gegangen mit 40 Personen. Wir waren dann am Odeonsplatz 1500. Und das Geniale war, die kannten wir alle nicht. Das heißt, es waren keine potenziellen Demo-Teilnehmer, die man so immer so im Standard mal irgendwo trifft, man sich auch mal wieder gerne trifft, sondern wir haben völlig neue Leute erreicht. Deswegen habt jetzt richtig viel Spaß. Ich hoffe, ich haue euch die richtige Mucke drauf. Wir machen eine richtig schöne Zeitreise. Die letzten 20, 30, 40 Jahre einmal durch. Und wer ankommt und keinen Spaß gehabt hat, kriegt von mir sein Geld zurück. Wisst Bescheid, ne? Und deswegen, lasst uns jetzt langsam losfahren, richtig Spaß haben. Ganz wichtig, weil das Gefühl in uns, dass wir nicht alleine sind, dass wir alles selber in die Eigenverantwortung schieben sollten und auch hinkommen und ankommen sollten, da auch bleiben, das möchte ich mit diesem Umzug heute hier mit Grüßen aus München euch rüberbringen. Bochum, seid ihr fertig? Ihr werdet zum Glück oder leider immer wieder von mir hören, bitte Mindestabstände, seid so gut, ich kann euch hinten nicht sehen. Wenn was ist, wenn irgendwas ein Problem ist, kommt bitte kurz auf die Seite vom LKW. Wir werden alles versuchen, um jedes Problem dann quasi zu beheben. Seid so gut, habt einfach viel Spaß. Ein Sommer, ein See. Ich vertraue dem Bernd, dass er uns hinführt, wo wir hin müssen. Und bitte immer der Polizei hinterher, bitte den Anweisungen unbedingt Folge leisten. Ganz wichtig. Hier wird nicht mit der Polizei angelegt, sondern sofort auf.
noch mal eine Runde leiser, damit wir uns hier konzentrieren können. Bitte Abstände einhalten, seid ihr nicht, geht die ganze Zeit. Der Ball ist gut. Und wir müssen die rechte Fahrspur benutzen, ne? Und ihr wisst ja, blau ist Pistolicht, das ist Pistolicht, oder? Thank you.
Boris Reitschuster ist echt einer der vernünftigsten Journalisten, die gerade relativ offen aus der Bundespressekonferenz berichten. Und zwar relativ neutral. Und zwar in der Richtung. Danke heute an die Polizei, die uns so großartig hier durchvogelt, durch die engen Gassen und so. Herzlichen Dank an euch, macht einen super Job. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass ihr uns bis dort mitbringt. Danke, herzlichen Dank an euch. Bitte einen Applaus für unsere Polizei! Aber natürlich, bitte seid ihr für den Mindestabstand, ganz wichtig. Thank you.
letzte Zeit hart angefasst habt mit euren Argumenten, mit all euren Drangsalierungen, dass sie doch aufwachen sollen. Ich habe Verständnis dafür und ich denke, ihr auch. Aber wir müssen wieder ins Gefühl kommen, mit den entsprechenden Personen in die Liebe zurückkehren, uns selber verändern und verstehen, dass die ein Problem haben für sich. Sie wollen auch in einer sicheren Gruppe sein und in dieser sicheren Gruppe kann man Folgendes sehen. Wir sind füreinander da, wir hören uns gegenseitig zu und wir achten sehr, sehr genau aufs Gefühl. Wenn in euch der Widerstand oder etwas Übles hochkommt über die andere Person, dann geht einfach einen Schritt zurück, kommt zu euch zurück und denkt euch euren Teil dabei und nehmt sie ganz fest in den Arm. Das ist die einzige Funktion, mit der wir diese ganzen Schmerzen heilen können. Man kann den ganzen Blödsinn, der jetzt kommt, förmlich riechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Tage, Wochen haben echt einen ganz, ganz freien und üblen Beigeschmack gehabt. Man hat förmlich gemerkt, wie sich alles verändert. Hier geht überall, ich sage jetzt mal vorsichtig, fallen die Masken außerhalb, aber innerhalb bei uns Menschen sind die Masken immer noch da und sind nicht gefallen. Es geht gar nicht darum, ob sie jemand trägt oder nicht. Wenn sie jemand trägt, dann soll er sie gefälligst markieren, dass er das aus gesundheitlichen Gründen tut oder dass er dagegen ist. Seid erkennbar, seid gefühlt erkennbar und seid gefühlt auf der richtigen Seite. Es hat keiner was davon, wenn wir aufeinander losgehen und die Kritiker Ihr wisst ja, die gute Stimmung kommt am Anfang am Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir noch fahren, aber wir geben jetzt einmal richtig Gas. Wir arbeiten uns jetzt zeitlich aus der frühesten Popmusik raus Richtung Maximumstimmung. Starting in my home, you treat the fever, bitches bringing me out the dark. Finally, I
Jetzt kommt noch was ganz Lustiges. Ich habe mal ein paar Leute gefragt, weil der wirklich richtig war, wie gerade den Fußball spielt. Aber Fußball ist ja nicht jedermann. Wenn ich das meine, die Leute gehen wirklich raus, die München auf die Ehrenstraße, die kommen, wo es nach dem Platz ist. Ich habe gemerkt, es hat ein bisschen den Generator übertrieben, zu viel Energie gekostet, wie auch immer. Beim letzten Mal haben wir den großen genommen, haben wir gedacht, brauchen wir nicht, heute morgen war alles gut. Aber trotzdem, langsam jetzt nochmal auf den Platz einfinden, ihr wisst ja Bescheid. Und ihr lauft ganz kurz hinterher, ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Schauen wir mal, ob wir drauf sind, wird problemlos. Bis gleich, ihr Lieben. Und nochmal herzliches Dank an die Polizei, ganz großartig, dass ihr uns so viel engen Gassen durchgebracht habt. Absoluter Wahnsinn. Bitte großer Applaus für unsere Begleiter. Was es uns gekostet hat, ist unendlich viel Leid, unendlich viel Leben. Und wenn ihr erzählt, dass es dritte Mal in der Höhle gefunden hat, ganz ehrlich, wer wird mal in die Irrmannstadt? Wer sind die Thank you.
Someone, and I will fly through the stars. I hope this night will last forever.